Ned, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat einen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Armer Vetter. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber die Bestien sind mir über. Das Meketre. Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Ein tapferer Narr, aber ein Narr. Mein armer Meketre ist tot. Der Letzte, glaube ich. Und Meketre war nicht dabei. Was soll ich jetzt tun? Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Meketre, um den sie trauert? Und
unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Was stimmt nicht mit dir? Das sehe ich mir mal an. Kannst du mich befreien? Ich hol dich da raus.
Schnell! Die Banditen vermehren sich wie Karnickel! Danke. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gerne. Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Humer, führt die großen Hungrigen auf einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Kitre, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha. Whoa.
Dieser Ort wird schwer bewacht. Lux, see a lovely crew here, Meste. Sie würden die... Alexandria, wir müssen uns gegen die Krankheit wehren. Bayek, endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch, sie haben alle meine Darsteller... Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich ans Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Gib den Weg frei! Bewegung, los! Seriously?
Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Zu langsam! Da! Was ist das denn? Hey, was? Da bist du ja! Bin bereit. Nicht du schon wieder. Hey! Hier stimmt irgendwas. Bloß nichts riskieren. Hey, was? Den schlitze ich auf! Das war's. Stirb! Der Schlechter, holt ihn da runter! Hat jemand was zu essen? Wasser? Irgendwas? Psst! Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Ich danke dir. Ich muss hier verschwinden. Hey, vorsichtig, großer Bursche. Schneller, großer Mann. Wir müssen eine Revolution beflügeln. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanos in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Wo ist
dieser verräterische Narr? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Was unter der Sonne? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Hey, was? Den Thron zu verraten war euer letzter Bild. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte. Keinesfalls. Ach, ihr habt euch den falschen Gegner ausgesucht. Schnapp diesen Verräter. Phanos erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses... Götter, steht mir bei. Noch mehr Ärger. Aus dem Weg! Halt! Bleib stehen! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hauptmann? Danke. Die Götter mögen dich sehen. Mist! Zähes alte Spieß!
Du magst es? Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ach. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen.